So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Kabelseite Bifi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Angespielt. Und zwar zocken wir auf dem 3DS Persona Q2, was ich momentan vermehrt im Zug spiele, meine 20 Stunden plus habe und dachte, jetzt zeige ich euch mal den Titel mal. Das ging mit Paper Mario Sticker Stars nicht so gut, aber mit Persona geht es eigentlich recht gut. Erst recht, weil durch den Wechsel des 3DS ist es wieder einer dieser Titel, wo ich sage, oh Mann, ey, ist es nicht alles auf der Karte abgespeichert? Leider nicht. Die Safe Games sind Gott sei Dank abgespeichert, aber ich werde euch gleich mal zeigen, was fehlt. Das wird er nämlich gleich sagen, wenn er nämlich direkt anfängt zu meckern. Hier, load complete, but unable to find map data. Die Map, man kann eine eigene Karte zeichnen. Und die wird leider auf der SD-Karte gespeichert. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Naja, im Hauptmenü, also quasi, ja, es ist halt New Cinema Labyrinth. Das heißt, es dreht sich alles um Kino, Filme. Und die Darsteller sind dann auch dementsprechend so gekleidet. Ne? Gehen wir mal in den Shop zum Beispiel. Da haben wir viele bekannte Charaktere. Theodor aus Persona 2. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe nur 5 gespielt. Vielleicht auch 3. Ich habe keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall hier ein bisschen was verkaufen. Wenn ich was verkaufen kann. Nö. Man kann nämlich im Dungeon nochmal zusätzliche Sachen sammeln, die man dann hier verkaufen kann. Und dann, je nachdem wie viel man verkauft hat, kann man neue Sachen freischalten. Nur ein bisschen Geld habe ich auch, aber wir brauchen hier nichts. Gott sei Dank. Ne, dann haben wir als nächstes den Velvet Room. Da kann man dann Personas fusionieren und neue machen. Wie gesagt, jeder Charakter kann auch ein Side-Persona tragen. Das ging ja sonst so anhand von Teil 5, konnte das ja nur der Protagonist. Jetzt können das ja irgendwie gefühlt alle. Zumindest kann man den darauf festlegen. Dann gibt es Tickets, da klicke ich jetzt nicht rein. Das sind dann sogenannte Side-Missions, die man kriegt, sobald man die zweite Welt, den zweiten Film freigeschaltet hat. Neue Party, selbsterklärend. Hier kann ich dann quasi meine Party ein bisschen rummixen. Ne, ich habe einen Navigator, der dann dementsprechend auf dem Feld selber und auch im Kampf Unterstützung machen kann und Bonis freischaltet. Und dann habe ich halt 5 Kameraden. 5, 3 in der Front, 2 rück. Ne, ich lasse aber die Kombination, das ist okay so. Sound hört sich komisch an. Naja, egal. Gehen wir mal ins Theater. Wir gehen in den ersten Film. Ne, Kamushida-Man. Ne, und gehen auch, glaube ich, ja, gehen wir in den ersten Teil, gehen in die zweite Avenue. Da sind die Gegner noch ein bisschen schwer. Und ich glaube, da tauchen auch ein bisschen mehr was auf. Wie gesagt, es ist auch rein theoretisch, ich will es euch nur mal zeigen. Und auch mit dem Hintergedanken so, wie funktioniert, warum kam der Titel nicht für die Switch? Für die Switch wäre der Titel eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur man müsste dann halt gucken, dass man in den oberen Screen irgendwie die Karte reinbastelt. Würde man aber hinkriegen. Na, auf jeden Fall zoome ich jetzt hier rein und kann jetzt hier locker flockig an der Karte malen. Ne, ich weiß, dass das da oben der Treppenaufgang war. Wo habe ich denn... Da ist Treppenaufgang. Ich mache mir die mal in die... Hotkeys, nennt man sie auch. Ne, hier hätte ich dann einen Durchgang, eine Abkürzung, um andere Arsenale freizuschalten. Machen wir aber nicht. Wir wollen ja hier ein bisschen überprüfen. Und wühlen. Ne, hier wäre auch noch was. Ne, das sind dann halt diese Abkürzungen. Werden übrigens auf der Karte auch markiert, indem sie halt grün vibrieren. Also pulsieren. Pulsieren ist doch ein besseres Wort. Ne, und da malt man sich dann halt quasi durch diese Karte. Finde ich jetzt nicht so toll. Klar, okay, die Felder, wo man drauf war, die werden Gott sei Dank markiert. Ist auch sehr wichtig, weil es pro Karte eine Kiste gibt mit seltenem Kram, die man öffnen kann, entweder durch Münzen oder durch dementsprechend das Freischalten der Karte auf 100%. Dann kann man diese Truhe nämlich öffnen. Na, hier ist noch eine Abkürzung, die will ich nicht. Und ihr seht auch oben in der Ecke den Counter mit 2. Das ist quasi ein Countdown, wann irgendwann mal ein Gegner dementsprechend auftaucht. Finde ich eigentlich recht cool. So weiß man zumindest, okay, es wird knapp, es könnte gleich noch... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass gleich noch ein Gegner auftaucht. Na... Ja gut, das mit den Rummalen ist jetzt nicht so geil, stelle ich gerade fest. Aber ist halt so. Man kann es Gott sei Dank mit dem Daumen machen. Man braucht dafür jetzt nicht unbedingt den Stylo. Stylish.
Ne, ein bisschen Zeit habe ich noch. Das ist ein Treasure-Feld. Oh, okay, machen wir erst den Gegner platt. Ne, und es ist quasi rundenbasiert, nicht Echtzeit. Oh. Ne, ich kann jetzt zum Beispiel den Support, kann ich mir jetzt ein Mini-Recovery, aber ich mache nachher was viel Besseres. Aber erstmal gucken wir mal. Die Gegner habe ich auch eigentlich alle einigermaßen gut gescannt. Ne? Feuer und Wind. Feuer und Dunkelheit. Ich glaube Dunkelheit. Fangen wir mal an. Zack. Weak. Der hat nichts. Aber ich kann ja Line Guard benutzen. Damit dient er dann quasi als... Ja, er zieht quasi... Er pullt quasi die ganzen Leute und macht aufmerksam auf sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das Fachjargon dazu heißt. Ich bin so raus. So, den haben wir noch nicht erforscht. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall feuermäßig abgehen. Und zwar den hinten mal ein bisschen abkokeln. Und du kannst auch noch Feuer. Das ist doch nett. Ne, und wenn die Gegner halt dementsprechend die Schwäche, dann fallen sie hin. Und wenn sie jetzt hingefallen wäre und nicht sich direkt aufgelöst hätten, also so wie hier, kann ich einen All-Out-Attack machen, was man so an Persona 5 auch kennt. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das Persona 3 und 4 auch so hatte. Kannst du mir gut vorstellen. Ist auf jeden Fall sehr erfrischend dadurch. Das war bei Mary Skelters zwar nicht so möglich, glaube ich, aber es ja, war okay. Es macht auf jeden Fall Spaß. No, und dann... Ach ja, stimmt, wir haben das Treasure-Feld noch nicht gemacht. Ich bin gerade überlegen, wie war denn Treasure-Feld da? Pack ich mir auch mal in den Shortcut rein. So. Und hier kann ich natürlich noch weitere Sachen suchen, die man entweder nach Battles kriegt oder dementsprechend durch solche Treasure-Spots, Treasure-Felder. Man sucht auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall jetzt suchen. Ich suche jetzt vorsichtig oder ich suche drauf los. Hier habe ich halt die Möglichkeit, hier bin ich auf jeden Fall safe mit Monstern. Ich kann halt nur maximal 2 Items hier rauskramen. Wenn ich jetzt hier richtig mit voller Karacho, dann kann ich mehr rausholen, aber die Gefahr auf Monster ist sehr hoch. Da ich aber gerade gegen Monster gekämpft habe, wird hier eigentlich nichts passieren. Gucken wir mal. So. Und wie man sieht, ich habe jetzt 3 Items gefunden. Ich habe sowohl ein Item gefunden, was ich später verkaufen kann und damit Geld machen kann. Und ich habe auch 2, das erkennt man anhand der Lupe, 2 Sachen, die nicht identifizierbar sind. Ne, die kann ich dann bei Theodor identifizieren. Theodor ist quasi der Deckard Cain der Persona-Welt. War ein schöner Vergleich, ja, muss ich doch schon sagen. War nicht schlecht. Ne, und die einzelnen Felder sind dann dementsprechend getrennt durch solche Tore. Na, und ich muss ehrlich sagen, das macht schon Spaß. Also gerade so im Zug. Es ist halt nur echt ätzend, weil mein 3DS hält maximal 3 Tage im Standby. Und danach ist leider Feierabend. Außerdem unterstützt das Spiel kein 3D. Kann ich vielleicht sogar zeigen. Mach gerade den Regler hoch und runter, es passiert nichts. Normalerweise müsste sich jetzt bei euch im Bild, das eine Bild, eines von den beiden, ich meine das rechte Bild, müsste sich dann quasi ein bisschen nach da verschieben. Tut's aber nicht, weil es 3D nicht unterstützt. War übrigens, kam übrigens öfters dann vor, dass dann das Spiel keine 3D-Animation mehr unterstützt hat. So, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Bin davon ausgegangen, wir sehen noch einen Foe. Ein... Ja, so ähnlich wie bei Mary Skelters, der Nightmare. Ein Gegner, den man zu Anfang nicht besiegen kann. Man muss quasi erst wachsen, damit man dann den platt machen kann. Und ich glaube, ich habe in diesem Arsenal schon alle besiegt. Na, jetzt müsste gleich ein Monster kommen. Da ist es. Machen wir mal wieder platt. Nur einer. Gegen was empfindlich? Ah, okay. Dunkelheit. Machen wir aber erstmal was anderes hier. Zack. Dann greifen wir so an. Machen wir noch Psi drauf. Attacke, Attacke und go. Okay, nicht empfindlich gegen Nuklearattacken. Okay.
Und bei Psi sagt er auch eher so, nee. Ach so. Am Ende des Kampfes hat man eine kleine Prozentchance, ein Persona zu bekommen. Ne, hier jetzt Alp. Übrigens auch alles bekannte Personas. So, hoffe ich zumindest. Ja, und Level 8, ihr seht, ich brauchen wir nicht weiter drüber reden, ich habe genug. Weg! Level 8, da lache ich drüber. Aber ich merke schon, ich bin für dieses Arsenal eigentlich zu hoch. Na, vielleicht gucken wir uns einfach auch mal ein anderes Arsenal an. Dafür gehe ich jetzt einfach mal wieder zurück. Es gibt ein paar Items. Oh, ich habe noch zwei. Da kann ich mich dann aus dem Labyrinth raus teleportieren. Wie Fluchtseil in Pokémon. Und ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt aber auch, ich muss jetzt noch im Shop erstmal jetzt hier was kaufen. Achso, ich kann jetzt hier noch identifizieren. Machen wir mal, was haben wir da? Ein Blue Bagel. Bengal? Keine Ahnung, was Bengal ist. Aber den Ring? Ja, ist ein Ring halt. Ja, ist okay. Kann man verkaufen, wenn man Geldnot hat. Ja, gab auch nicht viel. Ist nicht schlimm. So. Back to topic. Na, und man sieht jetzt auch hier in der zweiten Review auf dem unteren Bildschirm, dass da hier dementsprechend was passiert ist. Und so sieht das dann halt dementsprechend auch komplett aus, wenn man sich dann die Karte voll gemalt hat und hier und da. Das sieht dann schon echt cool aus. Aber gehen wir mal in den zweiten Film, weil da sehen wir dann auch definitiv einen Foe, der einfach ultra stark ist. Arsenal. Ersten Arsenal ist, glaube ich, keiner. Machen wir nochmal zweite. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch gut sein, dass wir dann in eine Zwischensequenz reinlatschen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja jetzt schon seit... Boah, Mai? Ich glaube, seit Mai raus. Sollte also kein Problem sein, dass ich hier irgendjemanden was spoiler. Beziehungsweise ich gebe mir immer noch Mühe, dass ich niemanden was spoiler. Aber man weiß ja nie. Ich kann es halt leider nicht verhindern. Auch hier male ich wieder die Karte. Es ist einfach besser, wenn man die Karte malt. Gerade in den späteren Verlaufen kommen Abzweigungen und dann kommt man irgendwann anhand einer Sackgasse und dann sucht man sich krümmelig, wenn man mich geschludert hat. Deswegen meine Devise, wenn du 6 Striche malen musst, male 6 Striche. Na und hier oben wird dann wahrscheinlich... Ah ne, guck mal, hier habe ich mich schon vermalt. Aber das wäre dann hier auch ein Geheimgang, der pulsiert hier. Wir nehmen den einfach mal, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Na hier, gut, okay, hier steht jetzt überall Danger, Danger. Wir erwähnen jetzt nicht warum. Könnte es doch nicht relevant sein. Zeig nicht drauf geachtet, hatte ich 1, 2 oder 3. Ach komm, besuchen wir mal mit. Na guck mal, jetzt habe ich sogar 3 bekommen. Also bis zu 3. Und die letzte sogar rare. Sehr gut. So, machen wir noch hier. Dieser Treasure Spot, der regeneriert sich nämlich auch. Also das heißt, wenn ich das nächste Mal zum Beispiel hier wieder lang gehe, kann es gut sein, dass ich den nicht benutzen kann. Aber vielleicht danach das Mal kann ich den wieder benutzen. Das ist so quasi eine Geldquelle, eine Energiequelle. Geldquelle, nicht Energiequelle. Energie ist das falsche Wort. So, irgendwie... sehe ich hier leider noch nichts. Es gibt Schalterrätsel. So wie in jedem Dungeon Crawler. In jedem Dungeon Crawler sollte ein Schalterrätsel drin sein. In der Regel ist das auch immer der Fall. Das Problem ist, ich weiß die Karte echt nicht mehr. Das ist echt jetzt ein Problem. Aber die Gegner kenne ich. Die habe ich auch zum größten Teil, glaube ich, komplett analysiert. Ne? Genau. Nuklear und Eis. Scheiße. Ich glaube, ich habe kein Eis bei mir. Gucken wir mal. Nuklear. Jo. Greif den zweiten an. Greif den zweiten an. Ah, guck mal. Sie hat Eis. Perfekt. Auf alle. Von mir aus. Und er. So, dann kippt er nämlich direkt um. Ich krieg einen Boost. Den kann ich nämlich dann später nämlich auch verteilen an anderen Kollegen. Gucken, ob wir den Stein wegkriegen.
Übrigens kriegen wir jetzt keinen All-Out-Attack, weil wir den letzten nicht, umgeschmissen haben. Ja, aber da passiert hier nichts mehr. So, ich könnte jetzt rein theoretisch, genau, ich kann mir jetzt, also, wie heißt es nochmal? Baton-Pass gab es in Persona 5. Das heißt, ich kann einen Boost weitergeben an einen anderen Charakter, der ihn eventuell besser gebrauchen kann. Ne, hier zum Beispiel an Ryuji. Geil, Namen gemerkt. Nun, kann ihn dann eine Attacke machen lassen, die ihm zum Beispiel keine Leben kostet. Die dann auch nebenbei noch wesentlich stärker ist. Ne, machen wir auf den Stein. Da drauf. Du machst wieder Eis. Attack. Komm's. Ui, der hat gesessen. Na gut, jetzt ist er weg. Und die Musik ist klasse. Also damit fahre ich dann. Ihr müsst euch vorstellen, das spiele ich dann morgens. So 6.18 Uhr kommt mein Zug. Und das macht dann schon wieder gute Laune, wenn du direkt morgens dann so einen geilen Soundtrack auf dem Ohr hast. So, und hier gibt es eigentlich mal ein paar HP-Punkte mehr. So. Bisschen Klamotten bekommen, ole. Gucken wir mal, ob wir voll kriegen. Ja, ich muss leider öfters auf den Bildschirm gucken, weil ich kann leider blind nicht malen. Hier wäre jetzt so eine Truhe gewesen, die man dann öffnen kann, wenn man die 100% der Karte erforscht hat. Tja, da seht ihr mal, wie gut ich bin. Weil die habe ich nämlich schon. Aber ich komme jetzt auch langsam an einen Punkt in dem Spiel, wo ich die 100% der Karte nicht mehr hinkriege. Weil irgendetwas da ist, irgendwas versperrt den Weg oder sonst irgendwas. Das hier übrigens ist nur Deko. Dieses komische Hochgewirbel. Ich habe mich beim ersten Mal echt erschrocken, aber das ist wirklich echt nur Deko. Mist, ich habe vergessen zu malen. Da war der Eingang. Da geht's runter. Und so geht's los. Wie hat sich verlaufen? Und das ist eigentlich, es ist echt gut gemacht. Ne, wie gesagt, ich habe den Vorteil nicht gespielt, bin aber immer noch auf der Suche nach dem Vorteil. Nachdem meine Freundin es dann irgendwann veräußert hat, weil sie dann mit dem Spiel nichts anfangen konnte. Und ich konnte mit dem Genre Persona nichts anfangen. Bis ich dann das ist schon fast 2 Jahre her, ne? Ja, das kann gut sein. Vor 2 Jahren dann angefangen habe, Persona 5 zu spielen. Mann, ist das Spiel gut. Das Schöne ist, man muss keine Kenntnis über Persona 5, 4, 3, 2 oder weiß der Teufel irgendein Teil haben. Man kann direkt reingehen, wenn man direkt davon ausgehen muss. Ein Dungeon-Caller. Die Dialoge sind so aufgebaut, dass man auch knallhart sagen kann, okay, ich habe keine Ahnung, wer du bist, und dann wird das nochmal erläutert. Das ist echt gut gemacht. Es spoilert auch nichts. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass es vielleicht doch ein bisschen sehr spoilert, gerade zu Teil 4 oder zu Teil 3. Nö, kein Stück. So, gleiche Taktik wie vorhin. Alle freezen und nochmal draufkloppen. Und man hat nicht immer den gleichen Battle-Jingle, was auch sehr gut ist. Ich frag mich nur, warum der Sound so ist. Aber leck vielleicht am Fernseher. Nee, machen wir was anderes. Ich gebe mal mein. Wobei, wir können auch mal was anderes machen. Ich kann ja Mini. Ja, wobei, lohnt sich das wirklich? Oh, das ist gut. Low Skill Cost to Zero. Machen wir. Bei ihm macht's aber keinen Sinn. Mist. So. Na, stimmt, da habe ich jetzt recht. Nö. Okay. Ich
Fire Strike. Es gibt dann auch verschiedenste Attacken. Es gibt einen Link, das heißt, ich kann dann dementsprechend den Gegner markieren. Und wenn ein anderer nochmal zusätzlich draufschlägt, erleidet der Gegner auch nochmal zusätzlichen Schaden. Und dann gibt es noch andere Sachen, dass dann Attacken gewirkt werden und dann irgendwie die Gegenseite auch noch was abkriegt. Na, probieren wir einfach mal aus. Aber ich glaube, das kann ich euch nicht... Ah, ausgewichen! Was eine Sau. Ah, Poison. Na, habt ihr es gesehen? Ein Angriff, der dann dementsprechend anders... Gut, war jetzt bei denen resistent, aber einfach nur, um zu sehen, wie das nochmal war. Na ja, gut, hier kriege ich jetzt keinen All-Out-Attack hin. Weil der Eisangriff nicht gewirkt hat. Naja, passiert. Der Stein ist jetzt gleich eh weg. Na, und dann gibt es auf jeden Fall jede Menge taktische Komponente. Erstmal fängt man an, so, okay, ich habe in diesem Arsenal jetzt bisher gehabt sehr viel Nuklear, sehr viel Psycho, sehr viel Eis, sehr viel Feuer. Und dann bastelt man sich dann dementsprechend sein Team zusammen und gibt den Teams dann dementsprechend die Side-Personas, die man hat. Wichtig ist halt nur, dass die Charaktere mit den Personas zusammen leveln, weil die etwas stärkeren Personen auch neue Fähigkeiten kriegen. Oh, guck mal, hier geht eine Treppe nach unten. Habe ich auch noch nicht auf Shortcut gemacht. Aber dann gehen wir gleich langsam in einen Bereich, wo ich ein bisschen Schiss kriege, dass wir spoilern. Aber ihr habt auch noch kein Foe gesehen. Na, und Jurassic Land ist halt ein kleiner Jurassic Park. Es erzählt nicht die Story von Jurassic Park, aber es ist Fanservice. Na, aber ich habe auch langsam das Gefühl, wir sehen kein Foe mehr. Schade. Na, ist halt so. So, da geht's nicht weiter. Da ist auch nichts. Vier Striche. Ich glaube, oben war eine Abkürzung. Ne, eine Tür sogar. Okay. Gehen wir mal durch die Tür. Ah ja, genau, da haben wir zum Beispiel so ein Schalterrätsel. Ich glaube, das Schalterrätsel zeige ich euch noch. Wobei das Schalterrätsel ist auch... Ich habe im ersten Go gedacht, oh Gott, das läuft auf Zeit. Ist ja richtig kacke, dabei läuft das auf Schritten. Na, und die Dialoge sind auch nicht schlecht. Man hat zwar das Gefühl, dass es dieses... Project X-Zone-Phänomen, also jeder will irgendwie seinen Senf dazugeben. Aber es ist okay. So, hier kann ich nicht durchgehen. Hier brauche ich eigentlich wieder ein neues Zeichen. Blitz. Alles doch. Na, für Blitzzaun. Haben wir noch. Treasure Spot. Schnappen wir uns direkt auch mal. Ist halt echt doof, jetzt, dass ich die ganze Zeit auf den Dings gucken muss, aber es geht leider nicht anders. So, Treasure Spot. Hier gucke ich mit Vorsicht, weil sonst habe ich gleich ein Monster am Hals und das ist meistens dann stärker. Oh, hat sich gelohnt. Rare, rare, rare. So, aber gleich kommt ein Monster. Und dann eine Packung Monster. Ne, noch nicht. Jetzt? Auch nicht? Jetzt? Nein? Jetzt? Da geht doch. Irgendwann kommen welche. das Baby. Feuer und Psycho. Alright. Feuer und Psycho. Hat er nicht. Normal Angriff. Psycho hat er. Psy auf den. Sie auch. Psy. Die gute Noah. Feuer auf ihn. Was heißt er? Feuer? Ja, guck mal, er hat auch Feuer. Ja klar, sicher. Ich bin ja noch auf die Area 3 noch geeicht. In dem neuen Area muss ich schon wieder umstecken, aber ich habe noch nicht alle Monster einmal besiegt und erforscht. Oder ich habe schon umgestellt und sage, Feuer bleibt. Ich weiß es aber nicht mehr. Rums. Einer weg. Nochmal drauf. Rums.
So. Na, und ich sag mal so, es sieht jetzt so einfach aus, weil ich auch, glaube ich, einfach mit meinem Level für dieses Areal einfach zu stark bin. Wobei, es gab schon Situationen, da bin ich auch abgeschmiert wegen Dummheit, weil ich mich nicht richtig konzentriert habe oder die Schwächen nicht rechtzeitig genutzt habe oder auch die Gegner einfach zu viel waren. Und dann guckt man ein bisschen doof aus der Wäsche. Ne, aber ich denke, ja, wir drücken noch den Knopf. Ich denke, das reicht dann auch. Knopf drücken, damit ihr sehen könnt, dass das nämlich keine Zeitangabe ist. Da oben seht ihr nämlich den Counter, der geht zwar runter, aber da passiert halt nichts. Ist es okay? Ne, so weiß man 9, 8. Man muss sich also nicht beeilen. Man muss taktisch denken und dann einfach durchgehen. Zack. Man kann also noch in Ruhe malen. So, jetzt ist das Ding wieder zu. Ja. Aber wie gesagt, das wäre Persona Q2. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr, vielleicht nicht das Spannendste angespielt, was ihr gespielt habt, aber doch auf der anderen Seite doch ziemlich, hoffe ich für euch, ziemlich interessant, weil das ist quasi der letzte rausgekommene 3DS-Titel. Dafür macht er einen guten Eindruck. Na, und wenn ihr Bock auf Dungeon Crawler habt, dann holt euch den Titel. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Ding ist sogar noch ein Artbook drin, was ziemlich nett ist. Ne? Halt nichts Besonderes, ne? Aber schon ziemlich cool, weil es auch ein bisschen was erklärt zu den Charakteren. Die man nämlich zum Beispiel nicht kennt. Wie zum Beispiel Theodor. Jetzt könnt ihr mal gucken. Theodor. Oder war Theodor sogar noch ein neuer Charakter? Guck mal nach oben. Oh, Persona 3. Okay, dann gehört Theodor echt zu Persona 3. Akzeptiert. Lag ich doch gar nicht mal so schlecht. Eigentlich lag ich total daneben, weil ich es nicht wusste. Aber gut, wie gesagt, das wäre dann... Ich gehe nochmal zurück ins Hauptmenü. Schon dabei sind. Das wäre, wie gesagt, dann Persona Q2 für den 3DS. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß an dem Titel, euch den mal anzugucken. Wie gesagt, ich zocke den momentan im Zug. Ich glaube, ich werde den auch noch weiterspielen. Wie gesagt, ich bin jetzt erst im zweiten Level nach 20 Stunden. Und wie gesagt, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr den Titel spielt und feststellt, der erste Bossgegner, ich krieg den nicht platt. Da müsst ihr das Internet aufschlagen. Der erste Bossgegner ist Kacke. Ist größter Müll, den es gibt. Den kriegt man auch nur mit einer einzigen Taktik hin. Und ich habe dafür auch ziemlich lange gebraucht. Danach läuft das Spiel wieder. Wie dann der zweite Boss ausgeht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn das wieder so ein taktischer Müll ist, dann, ja, werde ich mich da auch durchbeißen. Na, Persona 5 war da nicht so bockschwer. Klar, die Bosskämpfe waren da auch ein bisschen assi, ein bisschen schwer. Und man musste auch da ab und zu mal nachlegen, aber es war nicht permanent. Es gab dann irgendwann eine Lücke. Irgendwann hat sich das Spiel dann quasi geöffnet und dir gesagt, so musst du es machen. Persona Q2 hat mit bei dem Bossgegner gar nichts gesagt. Aber es gibt dann den Taktik, unter anderem hier der Line Guard. Der Line Guard ist perfekt, den Ryuji kann. Na gut, aber wie gesagt, das war soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran und wir sehen uns dann quasi im nächsten Video. Haut rein, ciao. Kaeru の買いに行こう